Hallo! Du möchtest zu einem gewissen Thema den Stand der Technik oder den Stand der Forschung erfassen und ähm, also eine Literaturrecherche machen, und ich möchte dir heute ein paar Tipps dazu geben. Ein paar Worte dazu vorweg oder zu mir. Ähm, mein Name ist Daniel Silasco, ich bin Wissenschaftler im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion, genauer Virtual Reality. Warum mag das wichtig sein? Ganz einfach, je nachdem aus welchem Bereich du kommst und aus welchem wissenschaftlichen Feld mögen die ein oder anderen Sachen ähm, genauer auf dich zutreffen oder eben nicht. Das mag man bitte beachten. Ja, im Allgemeinen gilt, das was ich heute beschreibe, beschreibt einen Workflow, eine Best Practice, die ich für mich erarbeitet habe, die für mich ganz gut funktioniert. Ähm, vielleicht kannst du da nur ein paar Tipps mitnehmen. Vielleicht funktioniert das eins zu eins auch für dich. Lass uns einfach mal schauen. Ja. Immer Dinge hinterfragen, ganz wichtig. Genau. Eine Sache auch noch vorweg, bevor wir direkt loslegen. Was wir heute beschreiben oder was ich heute beschreibe, ähm, genügt keiner formal systematischen Literaturrecherche. Das ist eine Literaturrecherche, die es auch gibt, eine besondere Form. Dazu werden wir ganz am Ende des Videos auch nochmal kurz was sagen. Was ist das genau? Ähm, was kann das, was kann das nicht. Aber jetzt sprechen wir erstmal über eine nicht formale. Äh, trotzdem systematische Literaturrecherche, würde ich sagen. Ja, dann lass uns direkt mal schauen. Ähm, es gibt verschiedene Ausgangspunkte, würde ich sagen, an, an, von denen aus man eine Literaturrecherche starten kann. Ähm, die habe ich hier mal aufgeführt. Klassisch würde ich sagen, vielleicht einer, der, ja, vielleicht einer der häufigst angewandten Methoden initial sind, sind Schlüsselwörter, also Keywords, die man irgendwie in Suchmaschinen Literatur, Suchmaschinen reinhämmert und dann irgendwie auf Literatursuche geht. Des Weiteren gibt es aber auch den Ausgangspunkt irgendwie wissenschaftliche Arbeiten, das heißt man hat, schon, man hat schon related work und kann von dem aus weiter recherchieren. Dann gibt es auch noch einen Punkt, an dem man ansetzen kann, da geht es um Autoren und dann vielleicht spezielle Zeitschriften oder Konferenzbände. Über all das werden wir kurz sprechen, jetzt im Folgenden. Und wir fangen einfach mal an mit dem wahrscheinlich gängigsten oder dem, was, was man im Prinzip macht. Also, wenn, man, wenn, sie, ne, wenn du irgendwie ein Paper bekommen hast oder was auch immer, vermutlich schmeißt du erstmal Google Scholar an oder eine vergleichbare Literatursuchmaschine und hämmerst ein paar Keywords da ein. Und ähm, der vielleicht größte Tipp, den ich habe, ist, das nicht zu tun. Zumindest jetzt nicht zu tun. Und damit deine Literaturrecherche nicht zu starten. Denn solche Literatursuchmaschinen haben so ein paar Nachteile. Und der größte ist vielleicht, dass man eigentlich Kenntnis über, die, über Keywords, sagen wir mal sogar die richtigen Keywords braucht. Und das ist am Anfang, ohne dass man ja eigentlich eine Ahnung von dem Thema hat, ein bisschen schwierig. Vielleicht kennt man welche, vielleicht weiß man aber, und aber man weiß in keinem Fall, wie groß ist dieses Set an Keywords. Ja, und deswegen bietet sich das eigentlich an, ein bisschen später zu tun. Dann sind Keywords auch oft nicht exklusiv. Ja, also ich meine, bei bestimmten Themen, die kommen einfach, da bekommen spezielle Keywords, kommen im, im ganz normalen Sprachgebrauch auch vor. Ihr kennt das bei ganz normalen Google-Suchen genauso. Solche Dinge sind unglaublich schwer zu suchen. Und dann ist die Sortierung der Ergebnisse oft auch nicht hilfreich. Diese Ergebnisse und es gibt auch nicht viele Filter und Möglichkeiten, die anders zu sortieren. Meistens ist es so nach, nach Treffer plus wie viele Citations, das heißt, wie bedeutend ist diese wissenschaftliche Arbeit sortiert. Und ihr habt nicht viele Möglichkeiten, das irgendwie zu ändern. Das sind viele Nachteile, die es einem am Anfang nicht so richtig einfach machen. Deswegen empfehle ich, ähm, eigentlich an einer anderen Stelle einzusetzen. Im Normalfall, vielleicht Idealfall, habt ihr einen Startpunkt bekommen für eure Literaturrecherche. Und wenn nicht, dann sprechen wir eine Minute später darüber. Also irgendeine wissenschaftliche Arbeit, vielleicht auch zwei, die so ein bisschen das Thema eingrenzen und mit denen ihr starten sollt. Und die sind viel wichtiger, als man vielleicht zunächst vermuten mag. Also für, auch für den, für den Start eurer Literaturrecherche. Und das kann ich, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil ich das damals, als ich das als erstes Mal machen sollte oder die ersten Male für irgendwelche Seminararbeiten auch unterschätzt habe als Student. Wenn du da schon ein anderes Mindset hast, umso besser. Ja, aber diese, diese wissenschaftlichen Arbeiten sind eigentlich der Startpunkt, mit dem wir irgendwie die Literaturrecherche starten sollten. Hast du nun nicht so ein Paper zur Verfügung, was. Das Thema ganz gut umreißt und vielleicht auch ein gutes Paper ist ein gutes Beispiel für dieses Paper, diese wissenschaftliche Arbeit, dann würde ich dir empfehlen, frag jemanden. Du hast vielleicht einen Betreuer zu dem Thema, bitte ihn doch bitte darum, ihm dir ein Beispiel zu geben ähm, oder einen Startpunkt zu geben. Ähm, oder auch wenn ich, in, in einem späteren kontext ich meine was tue ich ich kann jetzt keinen betreuer fragen ob er mir ein paper geben kann wenn ich irgendein neues thema recherchiere dann frage ich halt jemanden der experte darin ist ob er nicht jemand, etwas für mich hat was ich mal lesen kann ja also das wäre das pendant das heißt dass diese methode funktioniert im prinzip auch später also versucht irgendwo ein gutes paper herzubekommen oder zwei oder drei von leuten die sich damit auskennen oder von eurem betreuer der sich ja hoffentlich auch damit auskennt und dann habt ihr einen guten Startpunkt. Wenn ihr das alles nicht zur Verfügung habt, bleibt im Prinzip nichts anderes übrig, als erstmal nochmal einen Schritt zurückzugehen und doch Google Scholar anzuwerfen. Ja, und da vielleicht ein oder zwei gute Paper zu finden. Was dann gut ist, ist allerdings relativ schwierig zu beurteilen, wenn man ja nicht in dem Thema drin steckt. Aber gehen wir mal davon aus, ihr kommt irgendwie an ein, zwei Paper ran, die gut sind und repräsentativ sind und dann solltet ihr da erstmal loslegen mit der Literaturrecherche. Schauen wir uns das mal ganz schauen wir uns das mal ein bisschen. Ähm, Genauer an. So ein Paper hat üblicherweise eine Related Work Section, ja, oder eine ähm, Background Section oder eine verwandte Arbeiten, wenn es denn deutsch ist, ähm, a Section, wo ähm, verwandte Arbeiten auf kurz zusammengefasst und aufgeführt werden. Das ist sehr, sehr offensichtlich, dass das ein Einsatzpunkt ist. Warum sage ich das trotzdem? Weil das war mir früher auch nicht so ganz bewusst. Ich hatte sowieso keine Kenntnis über die Struktur von so einer wissenschaftlichen Arbeit, von so einem Paper. Was soll das eigentlich? Wofür ist eine Related Work Section eigentlich gut? Das ist vielleicht mal ein anderes Video. Wenn es euch interessiert, kann ich auch mal über die Struktur solcher Paper äh, reden. Dafür haben wir heute keine Zeit. Jedenfalls ist das die Sektion, die ihr braucht. Ja, vielleicht sogar die Introduction noch. Äh, manchmal steht da auch schon. Motivierend einige Arbeiten, andere Arbeiten erwähnt. Und ich weiß nicht, warum ich als Student nicht so richtig darauf gekommen bin, aber ähm, da sollte man anfangen. Also lest diese Sektionen, schaut euch die Paper an, die da aufgeführt werden. Und warum? Meistens passen die thematisch genau zu diesem Thema, weil das Related Work nämlich genau dieses Thema umreißt. Ähm, schaut euch die, äh, also lest das Related Work durch, schaut euch diese Paper in der Referenzliste an, schaut euch die Titel an, wenn sie passen, schaut euch die Abstracts an. Und vor allen Dingen macht an dieser Stelle weiter. Ihr kriegt dann einen Haufen von Papern, mit denen ihr genau das Gleiche wieder machen könnt. Schaut euch das Related Work dieser Paper an. Schaut euch die Referenzlisten dieser Paper an. Und so weiter. Ja, damit kommt ihr schon sehr, sehr, sehr weit. Immer davon ausgegangen, dass das erste Paper, so gut war, dass es, die, dass es einige wichtige Quellen genannt hat. Dagegen wollen wir uns am Ende noch so ein bisschen absichern, denn wenn wir davon ausgehen würden, dass die, das Paper, was ihr zur Verfügung habt, auf der einen Seite ak sehr aktuell ist und perfekt, dann würde das schon alles an und das Thema auch noch zu 100% zu eurem Thema passt, denn das muss ja auch nicht immer gegeben sein. Dann würde es hier an dieser Stelle, seid ihr dann eigentlich schon fertig, weil dann hat ja dieses Paper für euch die Literaturrecherche gemacht. So arbeitet man aber nicht, sondern wir müssen uns da schon ein bisschen absichern und immer davon ausgehen, okay, derjenige hat vielleicht ähm, nicht alles gefunden oder nicht alles Relevante gefunden. Ja, alles finden ist bei manchem Thema vielleicht auch ein bisschen viel. Ich habe schon noch was gesagt, was relativ wichtig ist. Schaut euch, wenn ihr an, auf einen Paper stößt, stoßt, ähm, das, das Publikationsdatum an. Also ist das ein aktuelles Paper, dann, dann könnt ihr da zu einem gewissen Grad davon ausgehen, also ein aktuelles und gutes Paper, ähm, dann könnt ihr zu einem gewissen Grad davon ausgehen, dass dieses Paper den aktuellen Stand der Forschung relativ gut umfasst, wenn die ihre Arbeit richtig gemacht haben. Ja? Ähm, das ist also auch ein Indikator. Dann wisst ihr, es geht im Prinzip nur zurück. Ähm, es gibt noch ein anderes Extrem. Ihr könntet Paper finden, die sehr, sehr alt sind. Sehr, sehr alt ist relativ. Kommt auf die Fachdisziplin an. Ja, in der Informatik ist das meistens gar nicht so alt. Äh, auch in der Virtual Reality ist das dann so maximal die 70er, 80er Jahre. Das ist schon sehr, sehr, sehr alt. Wenn ihr solche Paper findet oder auch als Grundlage bekommt, müsst ihr nicht gleich weinen, weil die natürlich nicht viel Related Work haben, das aktuell ist, weil da, sie können ja nicht in die Zukunft schauen. Es gibt aber bei eigentlich allen Suchmaschinen die Möglichkeit nachzuschauen, welche zukünftigen Paper, dieses Paper auf dieses Paper referenziert haben. Und das ist manchmal sehr, sehr spannend, sich anzuschauen. Das solltet ihr auch tun. Das ist im Prinzip in die andere Richtung recherchieren. Ja? Also habt ihr ein Paper, was zum Beispiel eine ein Grundlagenarbeit war für, für ein spezielles Thema, was ultra wichtig ist, dann könnt ihr in einer perfekten Welt davon ausgehen, dass jedes Thema, was sich in der Zukunft damit beschäftigt hat, eigentlich dieses Paper zitiert haben muss. Dementsprechend ist es in dieser Liste. Naja, jetzt sind wir nicht in einer perfekten Welt. Und äh, das Problem bei solchen Grundlagenarbeiten ist, dass sie natürlich nicht immer für die gleiche Sache zitiert werden. Also gerade wenn es Arbeiten sind, die sehr, sehr häufig zitiert wurden äh, von anderen Arbeiten, dann werden die vielleicht auch für was ganz anderes zitiert und die Listen werden immer länger und es ist auch sehr, sehr schwierig, diese Listen durchzugucken. Das sind dann unter Umständen mehrere tausend Citations und ihr könnt die nicht alle durchschauen. Ja? Aber das ist trotzdem etwas, das sollte man mal tun. Ja, und dann vielleicht nach, nach Wichtigkeit sortieren und sich anschauen. Also interessant für eine Literaturrecherche, die auf wissenschaftlichen Papern basiert, sind vor allem diese Extremer. Sehr, sehr alte Paper, die wichtig sind und sehr, sehr neue Paper, die einen, einen sehr aktuellen Stand der Forschung geben. Ähm, was auch noch toll ist, wenn ihr es findet, gehe ich aber jetzt nicht genauer darauf ein, sind solche so, so sogenannte State-of-the-Art-Reports oder Literature-Reviews, die beschäftigen sich insbesondere mit einer Abdeckung eines ganzen wissenschaftlichen Feldes. Allerdings sind die relativ selten und dann auch noch schnell outdated. Ja? Ein paar Jahre später ist das schon nicht mehr der aktuelle Stand der Technik. Trotzdem ist es immer toll, sie zu finden, weil sie geben natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt einen sehr, sehr schönen Überblick. Also, wenn ihr sowas findet, das sind im Prinzip Paper, die nichts anderes zum Ziel haben, als einen Überblick über einen gewissen Forschungsbereich zu geben. Also super, ja. State of the Art Report oder Literature Review, dann oft genannt. Ähm, genau, also ihr hangelt euch durch ähm, von Paper zu Paper. Wie ihr die ganzen Paper dann am besten lest, wie ihr die Paper organisiert, da möchte ich heute auch nicht drauf eingehen, wenn euch das interessiert, können wir dazu auch nochmal ein Video machen. Das würde jetzt hier auch wieder zu weit führen, ja, das ist natürlich nicht alles, Paper einfach nur zu finden, man muss damit dann auch irgendwie arbeiten, aber das wollen wir heute mal nicht abdecken. Ähm. Ja, also ihr findet ganz viele Paper, ihr lest sie, ihr macht irgendwelche Stapel, ob jetzt virtuell oder physikalisch, ähm, und ähm, macht euch Notizen am besten sofort dazu. Ja, wenn ihr schon drüber schaut, weil sonst müsst ihr alles fünfmal lesen. Äh, Notizen machen direkt am Anfang. Und wenn das Post-its sind oder wie gesagt virtuell, äh, macht Sinn, macht das. Sortiert die Paper äh, direkt auch am Anfang, damit ihr wisst, wofür habt ihr das Paper, was behandelt dieses Paper. Und so hang hangelt ihr euch von Arbeit zu Arbeit. Und ein ganz guter äh, ein in guter Indikator, ob ihr mit, mit der Literaturrecherche schon gut gekommen seid, ist, wenn ihr das Related Work von, von weiteren Papern lest und immer mehr Related Work von den Papern lest und ihr merkt, oh, viele Arbeiten kenne ich schon aus den anderen Arbeiten, das ist ein gutes Zeichen. Ja, irgendwann findet ihr vielleicht sogar gar nichts Neues mehr. Kommt auch so ein bisschen drauf an. In welchem Kontext ihr das macht, ja, also ist das jetzt irgendwie eine, eine, eine kleinere Seminararbeit, die man vielleicht im Bachelor macht, dann wird einem normalerweise nicht erwartet, dass man einen voll, vollen Überblick über das Related Work bekommt. Je nach Thema können das nämlich Hunderte Paper sein. Ähm, wenn das im Rahmen einer Doktorarbeit stattfindet, vielleicht schon eher, ja, also dann, da geht es dann auch gar nicht unbedingt immer auf Vollständigkeit. Genau, das ist eigentlich sage ich mal die Hauptarbeit. Also darum solltet ihr euch drehen. Ja? Hangelt euch von Paper zu Paper, schaut euch das Related Work an, versucht euch zu organisieren, um nicht im kompletten Chaos äh, zu geraten, ja? weil so eine Breitensuche dann kann schon mal irgendwie sehr, sehr viele Dinge aufwerten, aufwerfen. Ähm, aber im Prinzip ist das das, was ich jedem rate. Macht das. So. Damit sind wir aber jetzt nicht fertig. Denn das Problem an dieser Breitensuche ist, dass Erstens müssen, können durchaus manche Paper hier und da, die für euch super wichtig sind, mal vergessen worden sein an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht ist euer Thema auch nicht exakt das Thema, was äh, hier behandelt wurde. Vielleicht habt ihr ein neues Thema, das vielleicht sogar ein bisschen in mehrere Bereiche reinschauen muss. All das kann passieren. Dann gibt es dieses Phänomen, möchte ich auch nur ganz kurz darauf eingehen, dass manche, dass, dass manche Themen in verschiedenen wissenschaftlichen Communities so parallel behandelt werden und beide wissen nicht voneinander. Das Was dann natürlich passiert ist, dass sich Arbeiten in wissenschaftlichen Communities gegenseitig zitieren, aber zwischen den beiden Communities keine, keine, keine Zitierung. Ähm, stattfinden. Das passiert meistens nicht in diesem Extremfall, aber sowas passiert. Und wenn ihr natürlich einfach mit einem Paper startet und alle Verbindungen folgt, kommt ihr nie in die andere Community und verpasst einen ganz, ganz großen Teil. So wie das die anderen auch schon getan haben, leider. Und das möchten wir vermeiden, ganz, ganz dringend. Und es gibt noch ein paar Methoden, wie wir jetzt noch ein bisschen weiter gucken können. Also stellt euch vor, ihr habt das jetzt ein bisschen gemacht. Es passiert auch viel häufiger, dass ihr beim Related Work lesen auf Related Work stoßt stößt, das ihr schon kennt, dann ist es Zeit vielleicht mal ein bisschen was anderes zu machen und das ist jetzt hier alles nicht exklusiv, die anderen Startpunkte oder Techniken, die, das kann man immer mal wieder so ein bisschen hin und her machen ähm, und sich anschauen. Eine Sache ist zum Beispiel, wenn ihr Related Work lest, schaut euch die Autorenlisten an, ja, Wichtig sind da vor allen Dingen meistens, also das kommt jetzt sehr auf die Disziplin an, aber in unserer Disziplin sind es meistens die Erstautoren, denn die haben meistens die exekutive Arbeit gemacht und die Letztautoren sind in unserem Bereich häufig die Professoren, die Leute, die ähm, die Anträge geschrieben haben, das Geld geliefert haben, wissenschaftlich Guidance geliefert haben, was auch immer. Ja, das sind so die Leute, das sind oft die Gruppen, die am wichtigsten sind. Ähm, Schaut euch an, ob Namen wiederholt vorkommen. Wenn zum Beispiel ein Erstautor oder Zweitautor immer wieder vorkommt in diesem Thema oder auch ein Professor oder ein Senior Researcher äh, am Ende der Liste immer wieder vorkommt in dem Thema, schaut vielleicht mal nach dem Autor. Ja, schaut mal nach dem Autor. Was hat er denn sonst noch so gemacht? Ähm, diese Wissenschaftler haben meistens Webseiten. Wenn nicht, könnt ihr auch in Google Scholar auf ähm, Namen klicken und schauen, ob da, äh, was da da ist. Äh, ihr könnt zum Beispiel auch nach Datum sortieren oder was auch immer. Äh, ansonsten, wenn sie keine eigenen Webseiten haben, gibt es meistens Institutswebseiten, äh, auf denen ihr oft auch die Publikationen der Leute seht. Ja, und, im, 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 und, und was man nicht vergessen darf, diese Menschen äh, leben alle noch. Äh, ihr könnt E-Mails schreiben und sie einfach mal ansprechen, wenn sie sehr, sehr wichtig für das Thema sind. Ähm, was ist der super, was ist das Riesenvorteil daran, wenn ihr so ein Auto? identifiziert habt. Na, das Gute ist, ihr findet auch Sachen, die zum Beispiel sehr, sehr neu sind. Denn es ist immer relativ schwierig, Dinge zu finden, die ähm, sehr, sehr neu und vielleicht noch gar nicht oft zitiert sind. Das ist eigentlich in, in jedem Fall immer schwierig. Und wenn ihr, Autoren, wenn, sie, wenn ihr Autoren identifiziert, die sich mit eurem Thema unglaublich häufig beschäftigen, dann findet ihr wirklich alles von denen, weil üblicherweise packen die das auf ihre Webseite einen Tag, nachdem das veröffentlicht wurde. Das, da hat das meistens noch nicht mal Google Scholar gecrawlt. Ähm, ja, also, wenn ihr Autoren identifiziert, die sich mit einem Thema beschäftigen, schaut nach den Autoren. Ja, geht auf ihre Webseiten, schaut, was auf Google Scholar in Ihren Profilen ist oder ResearchGate auf den einschlägigen Plattformen. Super wichtige äh, Quelle, um vor allem aktuelle Paper zu finden. Ja? Oder vielleicht auch noch ein äh, bisschen tiefer gehende, die nicht so oft, oft zitiert wurden. Genau, gleiches gilt für Zeitschriften und Konferenzbände. Gibt es Journals oder Konferenzen oder Workshops, die sich... Genau mit eurem Thema beschäftigen. Das seht ihr auch ganz gut eigentlich in den Referenzlisten. Da steht nämlich drin, wo das veröffentlicht wurde, das Paper, was ihr äh, euch da gerade anschaut. Ähm, kommt da irgendeine Konferenz immer wieder vor? Oder passt da ein, hat da eine Konferenz oder irgendein Zeitschriftenjournal genau den Namen des Themas, das euch gerade beschäftigt? Dann schaut doch mal rein. Ja. Also diese auch Journals haben, Webseiten, Konferenzen auch. Heutzutage ist fast alles äh, online verfügbar. Ähm, schaut da rein. Konferenzen finden normalerweise jährlich statt, genauso wie, wie, wie viele Workshops. Schaut mal rein, schaut in die Veröffentlichungen, scannt die mal drüber. Ähm, auch damit findet ihr unter Umständen sehr, sehr aktuelle Dinge, die mit einer klassischen Literaturrecherche, sei es denn jetzt Datenbanksuche und auch... Paper-to-Paper-Hangeln nicht so einfach zu erreichen sind. Ja, also schaut da rein, macht Sinn. Ja, und das, solche Dinge identifiziert man genauso wie die Autoren hinterher automatisch, weil man das immer wieder liest. Ja, und manche Titel sind vielleicht auch so offensichtlich, dass man ähm, sofort sagt: Ey, das ist doch eine super interessante äh, Workshop oder Konferenz, gibt es da nicht vielleicht noch mehr zu meinem Thema? Genau. Und jetzt haben wir schon angesprochen, jetzt sind wir fast schon am Ende. Das haben wir angesprochen. Es gibt halt auch diese Community-Bildung und vielleicht haben wir damit jetzt auch schon haben wir die ein bisschen durchbrochen, indem wir äh, uns die Autoren und die Journals angeguckt haben, aber nicht zwingend, denn viele Autoren sind in, in einer wissenschaftlichen Community unterwegs und nicht unbedingt in einer anderen. Ähm, und, und genauso geht es auch für Konferenzen und Journals. Das heißt, eine Sache, die ihr jetzt auf jeden Fall unbedingt noch machen solltet, ist im Prinzip jetzt zu einer Literatursuchmaschine zu gehen. Also so ein bisschen am Ende, am Ende eurer Literaturrecherche nochmal gucken, habe ich denn was Wichtiges vergessen? Warum solltet ihr jetzt dahin gehen? Naja, ihr habt ganz viele Paper gelesen zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ihr habt ein unglaubliches Wissen über das Thema. Ihr kennt unglaublich viele PM und ihr kennt die Keywords. Ja? Ihr könnt jetzt die, ihr kennt die Keywords. Ihr könnt jetzt definitiv. Mal so ein paar Keywords ausprobieren. Ihr habt auch ein Gefühl dafür, dass Autoren manche Dinge mal anders nennen wie andere. Ihr habt vielleicht auch mehrere Keywords. Trotzdem bleiben die Probleme, dass man die Sachen nicht so richtig filtern kann und dass man wenig zitierte Paper auf solchen Suchmaschinen eigentlich nicht gut finden kann, selbst wenn man die Keywords hat. Aber trotzdem solltet ihr es mal machen. Ja, solltet ihr dabei irgendetwas finden, das für euch ganz neu ist, dann... Ähm geht das Spielchen vielleicht auch noch mal wieder von vorne los ja also manchmal findet man tatsächlich dann so ein so ein das passiert nicht so oft zum Glück, ja. Also es ist so eine, so eine Art Absicherung. Man findet ein Paper, was vorher von keinem der anderen Arbeiten, die man gesehen hat, zitiert wurde, was aber sehr sehr wichtig ist. Und plötzlich liest man dieses Paper und findet dort wieder ganz ganz viele andere, die auch wichtig sind. Also da, das ist natürlich so ein iterativer Prozess. Man kann diese Schritte, die ich gerade alle genannt habe, also im Prinzip lass uns noch mal ein bisschen ähm, rekapitulieren: äh, Keyword, Keywords suche von wissenschaftlichen Arbeiten, äh, Bottom-up und Top-down suchen, ja, links und rechts. Der hat Referenced by, ja, also wovon wurde eine wissenschaftliche Arbeit zitiert, welche Arbeiten zitiert eine wissenschaftliche Arbeit, also immer in beide Richtungen suchen. Autorensuche, Zeitschriften und Konferenzbändensuche, das kann man alles hin und her spielen. Ja, je nachdem, wie vollständig und wie gut ihr das abdecken wollt, könnt ihr das iterieren und durchgehen. Ja, wichtig ist vor allen Dingen, dass man nicht... Meiner Meinung nach mit der Literatursuchmaschine beginnt, sondern vielleicht mit dem wissenschaftlichen Arbeiten. Und wenn man die nicht hat als Ausgangspunkt, dann besorgt man sich erstmal eine und arbeitet dann da weiter. Und alles andere funktioniert dann besser. Ich hoffe, das hilft. Ich hoffe, das hilft. Vieles von dem, was ich gesagt habe, ist für, den, für viele vielleicht trivial. Ich kann euch sagen, dass es das für mich nicht war. Deswegen habe ich das Video jetzt mal gemacht. Und ich habe. Ganz am Anfang gesagt, ähm, im Prinzip war es das, das Wichtigste. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz was äh, zu, einer anderen, ähm, zu, einer, zu einer anderen Methode sagen, die ich anfangs erwähnt habe. Es gibt durchaus noch andere Methoden, die formaler vorgehen. Ja, das nennt sich dann meistens Systematic Literature Review oder ähm, methodisch formale Literature Review, also etwas, das irgendwie noch ein bisschen formaler vorgeht. Das ist ein Verfahren, dass äh, einen gewissen Rahmen gibt, definiert zum Beginn der Literature Research, ähm, um, um danach oder zu, um zu protokollieren, wie ist da, hat das genau stattgefunden. Ja, also, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man protokollieren, wenn, wenn protokolliert werden soll, wie wurde die Literaturrecherche durchgeführt und im Prinzip die, die nachvollziehbar und beweisbar. Machen sollte. Das ist zum Beispiel manchmal wichtig, wenn man, ähm, wenn man so Meta-Arbeiten schreibt. Also, wenn man zum Beispiel ein eine, eine, eine Literature-Review schreibt ähm, oder wenn man eine Meta-Analyse betreibt, das heißt, man schaut sich Paper an und, und, und schaut sich an, wie viel Prozent der Arbeiten beschäftigen sich mit welchen Dingen oder was für Research-Methoden benutzen die, dann macht es Sinn, das formal zu tun, damit jeder nachvollziehen kann, wie man systematisch vorgegangen ist bei der Literaturrecherche. Was man macht, ist meistens, man setzt einen gewissen Rahmen, man sagt zum Beispiel, welche Keywords müssen in welchen Papern enthalten sein, welche Journals schaue ich mir an, welche Konferenzen schaue ich mir an, wie viel Arbeiten suchen wir insgesamt, Was ist? es wird sogar eine wissenschaftliche Fragestellung formuliert, was soll Ergebnis dieser Literaturrecherche sein und dann kann man das im Prinzip sehr formal machen, ja methodisch ist das oben meiner meinung nach auch. das wird oft gesagt, dass das nicht ist. aber es folgt ja einer, einer systematischen methode. es ist aber nicht formal. ja, das macht durchaus sinn. das sollte man in erwägung ziehen. wichtig ist mir dabei noch zu sagen, dass sehr oft gepredigt wird, dass nur mit einer systematisch formalen literaturrecherche ein vollständiger überblick geschaffen werden kann. Warum sage ich gepredigt na ganz einfach, weil man daran wirklich glauben muss, denn das ist wirklich nicht richtig. Also ich sage nicht oft, dass Dinge nicht richtig sind, weil Leute können andere Meinungen haben, aber ich kann das halt also jede systematische literaturische Ersche ist so stark oder schwach wie das Regelwerk, nach der sie funktioniert. Und wenn das Regelwerk zum Beispiel, ich nenne jetzt ein triviales Beispiel, das Ganze ist ein bisschen komplexer, aber wenn in diesem Regelwerk zum Beispiel ein wichtiges Journal fehlt, dann fehlen alle Paper aus diesem Journal. Und damit ist dann auch die systematisch formale Literaturrecherche nicht vollständig. Also sie ist genauso vollständig wie eine nicht ja, systematische Literaturrecherche. Deswegen, wenn das jemand behauptet, dann ist das einfach plain falsch. Sie ist aber formal. Und belegbar und beweisbar und auch weniger biased. Ja, also, weil die Kriterien, wie Paper ein- und ausgeschlossen werden, ganz klar dargelegt werden, entstehen auch nicht irgendwelche komischen, dass manche Leute lieber diese Leute zitieren und weiß ich nicht was. Das ist relativ ähm, unabhängig. Und das, das sind alles Vorteile, die das durchaus sinnvoll machen. Braucht man in vielen Fällen aber nicht, hat aber seine Anwendung. Ich hoffe, ihr habt jetzt ähm, Dutzende und Dutzende Paper, die ihr alle noch lesen müsst. Ich habe viele Sachen nur angeschnitten in diesem Video. Ja? Also wie liest man Paper? Wie ist so ein Paper eigentlich aufgebaut? Wie organisiert man seine Paper? Es gibt noch so viel mehr. Ich wollte das Video aber, das ist wahrscheinlich jetzt schon viel zu lang. Ich wollte es nicht so lang halten. Wenn euch solche Fragen interessieren, bitte ähm, schreibt einen Kommentar und ich überlege mir, ob ich dazu auch nochmal was mache. Ähm, denn das ist sicherlich nicht alles an Werkzeug, was man braucht. Aber mal ein Anfang. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Viel Spaß beim Paper-Lesen.